Meine Damen und Herren, Sie merken schon, wie ein guter Kinofilm hat auch diese Veranstaltung Überlänge, aber das sind Sie ja gewohnt aus den letzten Jahren. Und insofern sollten Sie sich nochmal besonders freuen auf das, was jetzt kommt, denn unsere Medaillenträger sind ja Leute, die nicht ganz so im, Entschuldigung, wenn ich nochmal in die Filmkiste greife, Scheinwerferlicht stehen, wie vielleicht manch anderer, aber deshalb richten wir jetzt den Spot auf euch. Jetzt hört es aber auch auf mit den fiesen Filmmetaphern. Elisa Gutsche ist Vorsitzende von Perspektive Hoch 3 und ich glaube, im eigentlichen Leben, ich weiß nicht genau, ob ihr das trennt oder nicht, ist sie Juristin, Politikwissenschaftlerin und Referentin im Bundesfamilienministerium, kümmert sich dort auch um Demokratiepolitik. Wir haben jetzt eben so ein bisschen abstrakt gehört, was Perspektive Hoch 3 eigentlich macht. Vielleicht kannst du uns mal so ein beispielhaftes Projekt schildern, also oder vielleicht dein Lieblingsprojekt, das ihr mit Perspektive geschafft habt. Wir haben eine große Anzahl, eine Vielzahl an Projekten, also bewegen uns sowohl im politischen Bereich als auch im künstlerisch-kulturellen Bereich. Und ich glaube, eines unserer größten und liebsten Projekte ist unser Zeitenwende-Lernportal. Das ist eine Online-Plattform, die ich Ihnen, die Sie, falls Sie Lehrer unter dem Publikum sind, Geschichtslehrer oder Politiklehrer oder falls Sie welche kennen, empfehlen Sie denen das gerne, das Zeitenwende-Lernportal. Wir müssen ein bisschen Werbung machen auch. Genau, Knut Elstermann hat ja schon angefangen, also es geht nahtlos weiter. Genau. Da haben wir sozusagen eine Plattform an Zeitzeugen, auch in dem Jahrgang, in dem wir sozusagen aktiv sind, so vom 75 bis 85er Geburtsjahrgang, die mit GeschichtslehrerInnen zusammenarbeiten an Schulen und mit Schülerinnen, Schülern ab 10. Klasse ins Gespräch kommen, um über den Alltag in der damaligen DDR, die Kindheit, das Aufwachsen oder aber über die Jahre in der Transformationszeit, also in den 90ern berichten und sozusagen das Alltagsleben nahebringen und somit auch Gespräche anregen, zu Hause mit den Eltern. Also wir gehen dann meistens so da rein, dass wir den Schülerinnen und Schülern sagen, dass sie ein Foto mitbringen können, dass man darüber halt sozusagen Gespräche initiiert und das führt zum Beispiel dann auch innerhalb der Familien löst das dann wiederum Gespräche aus, weil die Familien darüber nachdenken, welche Fotos zeigt man da, was zeigt man von seiner Familie, wie kommt man innerhalb der Familien ins Gespräch und das ist tatsächlich eines unserer Herzensprojekte und wir würden uns total freuen, wenn das auch zum Beispiel in Stuttgart mal stattfinden würde, sowas. Das ist, genau. Unsere Bildungsbürgermeisterin applaudiert, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Idee ist ja so ein bisschen, ihr erzählt von euren Erfahrungen, wir haben jetzt eben sehr bewegend die Geschichte von Andreas Dresen gehört, am 3. Oktober beispielsweise und jetzt seid ihr nochmal eine andere Generation, ihr seid ja nochmal ungefähr 10, 15, 20 Jahre jünger und ihr speist euch aus diesen Erfahrungen heraus und das ist sozusagen das, was ihr jetzt vielleicht auch vermisst, vielleicht auch im Westen besonders vermisst, dass diese Erfahrungen wahrgenommen werden? Punkt 1 würde ich sagen, ich bin glaube ich tatsächlich gerade die Jüngste bei uns im Verein mit Jahrgang 85 und ich kann mich ja zum Beispiel an die DDR oder an den 9.11.89 oder an den 3. Oktober 90 überhaupt gar nicht mehr erinnern. Mich hat vor allem die Transformationszeit sehr geprägt, also so was da also sozusagen der Kater nach der Party der deutschen Einheit, wie man das manchmal auch gerne beschreibt, das ist das, mit dem ich sozusagen in meiner Kindheit sehr, sehr stark konfrontiert war, also was das ganze Thema Arbeitslosigkeit angeht, Orientierungslosigkeit, diese ganze Strukturlosigkeit, die es damals sozusagen im Osten gab. Und das ist was, was natürlich unsere Eltern noch mal viel, viel bewusster mitbekommen haben. Aber als Kinder merkt man ja schon, was sozusagen um einen herum passiert und vor sich geht und sowas. Und was wir als Verein machen wollen, ist sozusagen über diese Dinge sprechen. Also sowohl über die Erfahrung unserer Eltern in der DDR, aber als auch über die Erfahrung unserer Eltern während der Transformationszeit, die, weil wir damit ja sozusagen auch darüber auch unsere Geschichten transportieren. Und wir würden uns halt total freuen, weil wir halt meistens nur mit unseren Podien halt in den neuen Bundesländern im Osten unterwegs sind, wenn es sozusagen auch mehr diese Einheit in Vielfalt gibt, wie auch das Motto ist, also wenn sozusagen auch von einer westdeutschen Seite, einer westdeutsch sozialisierten Prägung mehr diese Offenheit für diese Geschichten sozusagen da ist. Und deswegen sind wir auch so super dankbar, heute hier sein zu dürfen und über diese Themen zu sprechen. Es ist dieses Eins und Eins ist nicht einfach nur Zwei sozusagen, das vielleicht so ein bisschen da mitschwingt, wo der Westen vielleicht, der Westen hat es so gemacht wie in Lörrach sozusagen. Ja? Ist das so ein bisschen die Erfahrung, die ihr macht oder
Also es gibt tatsächlich schon so eine Reihe von Beispielen. Also wir haben auch junge Westdeutsche, die sich bei uns im Verein engagieren, also das tatsächlich. Aber ich merke es schon jetzt auch wieder zu so einem Jahrestag wie nächste Woche, dem 30. Jubiläum oder letztes Jahr, was ich bei vielen Ostdeutschen eher als nochmal den größeren Moment der Freude sozusagen erlebt habe, letztes Jahr das 30-jährige Jubiläum der Friedlichen Revolution. Das findet halt zum Beispiel in meinem in meinem westdeutsch geprägten Freundeskreis wenig statt. Also so, das ist tatsächlich überhaupt, das sind gar nicht richtig die Themen sozusagen. Und die Bücher, die es gibt, also jetzt zum Beispiel vor kurzem ist ein Buch erschienen von Dörte Grimm, die heute auch dabei ist, Die anderen leben. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verwechselt, was sie zusammen mit Sabine Michel, der Regisseurin, geschrieben hat. Da geht es auch nochmal um Gespräche zwischen Kindern und ihren Eltern, die diese ganzen Themen aufmachen. Und ich kann es Ihnen nur allen sehr ans Herz legen, da mal reinzulesen. Ich hoffe, Sie haben alle was zu schreiben dabei für die ganzen Buchtipps, die Sie heute und Filmtipps, die Sie heute erhalten. Ein Teil dieser Transformationszeit ist ja auch die Sozialisierung der NSU-Terroristen. Das kann man leider nicht ganz ausblenden. Und Jakob, damit kommen wir zu dir, weil du ja interessanterweise eigentlich auch schon etwas, was aus deiner Sicht ja fast schon historisch ist, sozusagen zum Ausgangspunkt gemacht hast. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie es eigentlich gekommen ist, dass du so ein politischer Aktivist geworden bist. Auf Twitter bezeichnest du dich als Gutmensch und Aktivist. Ja, also das ist sozusagen nichts, was du nicht ironisch oder so siehst, sondern du stehst dazu, ein Gutmensch zu sein. Ja, manchmal wird dieser Begriff ja auch so ein bisschen spöttisch verwendet. Wie wird man eigentlich zum Gutmensch? Also ich glaube, die Grundintention war erstmal aus einer ganz menschlichen Überzeugung heraus, dass irgendwie durch meine Eltern wir angefangen haben, uns in dieser ganzen Flüchtlingsproblematik zu engagieren und einfach auf die Leute zugegangen sind, Gespräche geführt haben und ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, irgendwie auch meine MitschülerInnen mitnehmen zu wollen und auch diese Leute wieder zusammenzubringen. Und ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass das auch auf Gegenwind stoßen kann. Man hat sich schnell irgendwie verteidigen müssen. Man musste schnell irgendwie begründen, weshalb man das denn macht. Und für mich war es eigentlich ganz normal und es hat sich überhaupt nicht besonders angefühlt. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass sich das nicht besonders anfühlen sollte. Ja, daraus hinaus gab es ganz prägende Einschnitte, wie zum Beispiel 2018, als die großen Ausschreitungen in Chemnitz waren, ich auf dieser Gegendemonstration war und neben mir ein Böller fallen explodiert ist und ich mir erstmal dachte, wow, vor der eigenen Haustür passiert sowas und wie kann das eigentlich sein? Und daraufhin wurde mir bewusst, wir müssen da auch in Zwickau was tun, wir müssen die Kräfte bündeln, wir müssen zusammenkommen und wir dürfen einfach nicht wegsehen, wenn Leute ignorant sind, wenn rassistische Ausdrücke wieder gesellschaftsfähig werden. Und ja, schon ganz früh war das irgendwie 2015. Ich bin mit einem Refugees Welcome Pullover, mit einem Flüchtlings Willkommen Pullover durch die Stadt gelaufen. Auf einmal werde ich angeschrien, zieh deinen scheiß Pullover aus, du Zecke. Und ich dachte mir nur, okay, ich finde Flüchtlinge cool und heiße die willkommen. Warum? Und genau das war auch das, was dann irgendwie in diesem NSU-Ding uns überzeugt hat, dass wir dagegen einstehen wollen. Also es wurde eben ein Baum gepflanzt für die Erinnerung an Enver Chimcek, das erste NSU-Opfer. Und dieser wurde von einem Nazi abgesägt und erst dann haben total viele MitschülerInnen überhaupt mitbekommen, dass dieser Baum gepflanzt worden ist und das ist das Problem. Niemand spricht darüber und die Diskussion findet einfach viel zu wenig statt. Und dass dann sozusagen aus diesem negativen Ereignis irgendwie wieder coole Sachen passiert sind, Leute zusammengekommen sind, über das Thema gesprochen haben und aktiv irgendwie jetzt auch so ein Erinnerungszentrum in Zwickau vorantreiben wollen, das macht mich weiterhin stark, da irgendwie aktiv zu bleiben und treibt mich an. Es wäre völlig unvollständig, wenn wir dich als Gegner gegen Recht sozusagen hier präsentieren würden. Du bist ja auch ein total engagierter Klimafighter. Gestern war er hier und konnte leider nicht beim globalen Klimastreik mitmarschieren, weil wir ihn sozusagen schon verhaftet hatten gestern. Das war eine schwere Gewissensentscheidung für Jakob. Inwieweit findest du, dass das so zwei Punkte sind, die sich ergänzen? Oder das geht, glaube ich, bei euch total ineinander über? Oder wie würdest du das schildern, dieses Verhältnis dieser Gruppierung Fridays for Future und das, was ihr gegen rechts macht? Also ich glaube, ich spüre da erstmal so einen kleinen Unterschied zwischen Land und Stadt. Stadt und Land. Zum einen sieht man irgendwie in großen Städten AfD-PolitikerInnen, die
gezielt blockieren, wenn da progressive Bestrebungen aufkommen, die klimaschützend agieren wollen. Und bei mir in Zwickau war es eben so, dass wir auch als Fridays for Future AktivistInnen angefeindet wurden von Nazis und da Stress bekommen haben. Also man wird angespuckt, im Club rumgeschubst, man wird auf der Straße verfolgt, an deinem Briefkasten kleben irgendwelche Sticker und man hat irgendwie Angst. Und auf der anderen Seite bringt das die Leute total zusammen und man muss einfach zeigen, dass dieser Kampf für diese Klimagerechtigkeit auch immer demokratisch und antifaschistisch sein muss. Und da gibt es einfach wichtige Überschneidungen, die ich immer versuche irgendwie zu verdeutlichen. Herr Winter, jetzt sind wir beiden aus Westdeutschland in ganz anderen Kontexten sozialisiert worden und wir haben vielleicht auch gar nicht so sehr diese Ost-West-Bruchlinie, aber wir haben vielleicht ganz andere Bruchlinien und Sie sind jetzt seit Jahrzehnten in Markt Schwaben aktiv als psychologischer Psychotherapeut, als Bürgermeister 9 Jahre lang, der sich dann freiwillig oder bewusst vom Amt zurückgezogen hat, jetzt wieder in einem sozialen Umfeld arbeitet. Was sind das für Bruchlinien bei Ihnen, die jetzt vielleicht nicht so sehr Ost-West sind, mit denen Sie da zu kämpfen hatten, in Vielfalt sozusagen? Also ich finde es immer spannend, vermeintliche Grenzen zu überwinden, Menschen, die sich auf den ersten Blick nicht nahe sind, näher zu bringen. Und im Jahr 1992 habe ich deswegen diese Sonntagsbegegnungen ins Leben gerufen. Das war gerade die Zeit, in der das Wort von der Politikverdrossenheit begonnen hat zu grassieren. Und habe mir gedacht, ich versuche auf eine Art, die eben nicht so üblich ist, Menschen in wirklichen Dialog zu bringen, dass zwei Menschen, ein Beispiel war zum Beispiel Gregor Gysi, Günter Beckstein, die sich auf den ersten Blick nicht so nahe sind, auf eine tiefe und ruhige Art sich austauschen, neugierig sind auf den anderen. Andreas Dresen hat davon gesprochen, alles fängt mit Zuhören an, sich wirklich zuhören, dass auch kein Moderator dabei ist und sich dadurch näher kommen, auch für die Menschen. Es sind oft viele hundert, die dabei sind, ein wirklicher Gewinn dabei entsteht. Das ist ein Beispiel, aber es war auch die türkische Familienministerin mit der deutschen Familienministerin im Gespräch, Tadeusz Mazowiecki, früherer polnischer Ministerpräsident, mit Hans-Jochen Vogel, Gäste aus Papua-Neuguinea, ganz weit weg von uns, mit jemandem von hier. Und immer war das Thema Grenzen überwinden, sich nahe kommen, in der Tiefe verstehen, die anderen, egal ob die aus Osten sind oder aus Westen, 10.000 Kilometer weg von uns leben oder hier dunkle Hautfarbe haben oder helle, die gehören zusammen, sind ähnlich. Mich hat in der Tiefe motiviert, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wie ich 17, 18, 19 war, da bin ich mit dem Rucksack von zu Hause aus aufgebrochen von Augsburg, für Anhalter und einfach in die Welt gezogen, in die Türkei, nach Norwegen, in Syrien. Immer habe ich Gastfreundschaft erlebt, immer habe ich Menschen gefunden, die waren wie ich. Und das hat mich sehr, sehr tief geprägt, mehr wie mein Studium, mehr wie viele andere Dinge, zu verstehen, dass die Menschen zusammengehören und dass viele Grenzen, die wie Grenzen ausschauen, gar keine Grenzen sind. Schön ist bei diesen Sonntagsbegegnungen, und Sie haben das, oder Herr Heuss hat es bei der Einführung kurz angedeutet, dass auch Dinge bleiben, dass eben als Mazowiecki bei uns war, schon lange her, mit Hans-Jochen Vogel eine Schulpartnerschaft entstanden ist, dass auch polnische Schüler bei uns waren, eine Woche zu Gast waren mit Schülern meines Gymnasiums in Markt Schwaben, in Kontakt waren, bei denen zu Hause gewohnt haben und dass diese Schulpartnerschaft noch lebt oder dass wie die türkische Ministerin da war mit der Deutschen tatsächlich konkrete politische Überlegungen, wie die Familienpolitik betreffend angehen, dass als der Papua-Gouverneur von der Insel Bougainville bei uns war, dort war Bürgerkrieg, der war 3 Wochen mein Gast, dass ich mit ihm durch Deutschland gereist bin, die Bundesjustizministerin besucht habe, den Landeshauptmann von Südtirol, ging es um Autonomie, dass da auch konkrete Hilfen, da gab es viele Kindersoldaten, die in diesen Bürgerkrieg verwickelt waren, wurde so ein Zentrum gegründet, dass die eben wieder zurück ins Leben finden. Also solche Dinge reden, mit Worten beginnt es und dann aber Taten folgen lassen, dass sich wirklich was verändert, dass sich die Welt verändert. Applaus
Man könnte jetzt auf den ersten Blick glauben, das ist ein elitäres Projekt, so nach dem Motto, die bildungsbürgerliche Gesellschaft trifft sich sonntags vormittags und diskutiert ein bisschen über den Zustand der Welt. Aber Ihnen ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass es eben nicht elitär und nicht im abgeschlossenen Kreis ist. Ja, ich halte viel von so reden, dass es einfach ist, dass alle das verstehen können. Und manchmal sind bei diesen Gesprächen auch Kinder dabei, manchmal sind behinderte Menschen dabei. Wir wollen so reden, eben nicht akademisch, sondern das ist einfach für alle Menschen. Teilhabe ist ja auch ein Stichwort für dieses Gespräch. Das ist für alle Menschen verständlich ist und ja, dass alle diese Menschen auch gern kommen. Wir haben jetzt vor, das ist eine Weiterentwicklung im Jahr 2021, ich habe das einfach mal Bielefeld-Projekt genannt, dass die Sonntagsbegegnungen an anderen Ort reisen, eben nach Bielefeld-Bethel. Wir werden dort in einer ganz bunt gemischten Gruppe fahren. Ein Busunternehmer schenkt uns sozusagen seinen Bus. Es werden behinderte Menschen aus einem Betreuungszentrum in meiner Nähe dabei sein. Es wird unser Bürgermeister dabei sein, Unternehmer, Menschen auf der Sonnenseite, Menschen, die es nicht so leicht haben. Und wir wollen dort eben in Bethel so eine Sonntagsbegegnung machen und da eben auch zeigen, ja, auch Menschen, die auf den ersten Blick durch ihre Behinderung anders sind, wie ich oder Sie, ja, die gehören auch dazu und die können auch davon was haben. Ich möchte noch ein Wort in die Runde werfen, das ich mit euch beiden vielleicht noch stärker assoziiere. Und zwar, also wir haben jetzt sozusagen schon heute viel gehört, dass wir brauchen das große demokratische Gespräch. Ja, wir wollen zwischen Stadt und Land und zwischen älteren Generationen, jüngeren Generationen und so weiter sprechen. Und trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, ja, so richtig vorwärts geht es mit unserer Demokratie nicht. Wir stocken irgendwie gerade irgendwie, es funktioniert nicht so richtig gut. Und dann gibt es bei FFF beispielsweise Leute, die sagen, wir brauchen einen Systemwechsel, wo dann manche in diesem Haus vielleicht erschrecken. Vielleicht könnt ihr zwei nochmal aus dieser, ein Systemwechsel ist natürlich auch ein Stichwort für 1990, logisch, ja, oder 89, 90. Vielleicht könnt ihr zwei nochmal so ein bisschen was dazu sagen, brauchen wir einen Systemwechsel? Oder wie geht das jetzt alles weiter? Wie funktioniert diese Demokratie in Zukunft? Was habt ihr für Wünsche? Oder wenn ich das Wort von Gesine und Andreas Dresen aufgreifen darf, wovon träumt ihr dann? Wovon träumen wir? Also ich glaube, ein Thema, was mich total umtreibt, ist einfach Teilhabe. Also wenn ich mir zum Beispiel gerade angucke, wie Auswahlprozesse für politische Spitzenämter beispielsweise funktionieren oder wie der Deutsche Bundestag besetzt ist, dann frage ich mich immer, ist das wirklich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Also wer hat wirklich so an demokratischen Prozessen teil, wer engagiert sich? Also da habe ich zum Beispiel die Vorstellung, dass halt zum Beispiel Deutschland ist ja eine super vielfältige Gesellschaft, dass auch viel mehr Menschen mit Migrationsgeschichte einfach teilhaben, in den Bundestag kommen oder Teil der Regierungen sind. Dasselbe gilt meiner Meinung nach natürlich auch für Menschen mit ostdeutscher Sozialisierung, für Frauen. Ich bin ja auch Feministin. Also, dass da auf alle Fälle sich diese ganzen Prozesse und Institutionen einfach viel mehr öffnen. Also, und das muss eigentlich dieses Ergebnis dieser Dialoge sein, meiner Meinung nach. Genau, dass einfach viel mehr Teilhabe da ist, weil ich glaube, nur so kann man halt die Gesellschaft ein Stück besser machen. Mhm. Ja, ich habe das auch gestern schon erzählt. Ich saß irgendwie vor ein paar Monaten auf dem Weg von der Schule nach Hause im Bus und vor dem Bus standen zwei augenscheinlich geflüchtete Menschen, die irgendwie Grimassen gemacht haben. Und dann ging im Bus eine übelste Diskussion los und alle haben irgendwie gegen Geflüchtete gehetzt und ich war der Einzige, der da irgendwie was dagegen gesagt hat. Daraufhin wurde mir unterstellt, ich habe dieses Land nicht aufgebaut und ich solle erstmal arbeiten gehen. Solche ganzen Dinge. Ich ging aus dem Bus raus und wollte eigentlich nur schreien, bin nach Hause gegangen, habe meinen Ranzen in die Ecke geworfen. Und danach dachte ich so, eigentlich war es trotzdem gut, dass ich da alleine gegen angeredet habe, weil vielleicht gibt es die stillen Beobachter, die daneben sitzen und gespürt haben, ja, wir können uns trauen, die Stimme zu erheben und wir müssen uns das alle trauen. Wenn Leute, die irgendwie sich für Geflüchtete einsetzen, sich für Frauenrechte einsetzen, sich für Klimaschutz einsetzen, wenn die immer wieder diesen Hass zu spüren kriegen, dann darf es diese Ignoranz aus dieser breiten Gesellschaft, die es leider teilweise gibt, einfach nie wieder geben. Und da müssen wir alle aufstehen. Herr Winter, ich würde Sie eigentlich abschließend auch gerne nach Ihrem Traum fragen, aber bei einem Psychologen bin ich dann natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, ob dieser Begriff überhaupt, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ich finde Träume total schön. Ich finde, alles fängt mit Träumen an, sich Dinge vorstellen zu können, nicht nur im Nachttraum, sondern auch im Tag zu träumen, wie es sein kann.
Und auch in meiner Praxis versuche ich das manchmal Menschen zu sagen, wenn es völlig hoffnungslos aussieht, jetzt ist das so, jetzt. Aber trau dich den Traum träumen, den kleinen Jungen, zu dem alle sagen, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nie was. Was willst du eigentlich werden? Und dann sich träumen zu trauen, ich will mal Pilot werden oder Lehrer. Und beim Traum aber nicht zu bleiben, sondern diesen Traum Stufe für Stufe in Wirklichkeit zu übersetzen. Vom Traum vielleicht zur Sehnsucht, vom Sehnsucht zur Idee, von der Idee zum Plan und vom Plan zum ersten Schritt. Das mit diesem ersten Schritt finde ich total wichtig. Obwohl wir nicht wissen, wie ist das in 10 Jahren, nicht in 5 Jahren. Aber geh doch den ersten Schritt, geh in die richtige Richtung. Und so wie es meine Mitkollegen hier machen, einfach auch was tun in die Richtung, dass Vorurteile abgebaut werden, dass Menschen zusammenrücken. Tu was, aber träum erst und dann mach was dafür. Ich habe gestern an Hans-Jochen Vogel auch erinnert, Hans-Jochen Vogel, der heute auch in der Begrüßung erwähnt worden ist, ist Schirmherr dieser Sonntagsbegegnung gewesen, der war 15 Mal dabei, zuletzt ganz bewegend mit Dieter Hildebrand über Altwerden, haben die beiden gesprochen, wie sie sich das vorstellen. Und ja, von Hans-Jochen Vogel, dieser Satz ist mir ganz tief im Herzen, nicht jammern, sondern du kannst was tun, mach was. Und Hans-Jochen Vogel erinnert dann an die Zeit, wie er jung war, wie er aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kam, wie alles völlig hoffnungslos aussah und wie er sich nicht unterkriegen lassen hat und begonnen hat, was zu tun. Und er sagt dann eben, Leute, so wie es jetzt ist, bei allem, was wir auszusetzen haben, bei allem, wo wir wissen, Ost-West und überhaupt dieses Auseinander der Menschen, Feindschaft, Krieg, Böses, bei all dem ist es doch eigentlich auch gut, wie es sich weiterentwickelt hat. Aber es kommt nicht von selber, wir können was tun. Und wir tun was. Und ja, danke, dass die Holzstiftung sowas auch anerkennt und uns heute hier zusammengeholt hat. Ich glaube, diejenigen, die zu danken haben, sind wir. Zum einen für ihre leuchtenden Beispiele, die wir hier jetzt nochmal so ein bisschen beleuchten konnten und für die, dass sie uns haben teilhaben lassen an diesen echt inspirierenden und aktivierenden, muss man glaube ich sagen, Gedanken. Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für Sie alle, meine Damen und Herren. Wenn Sie nur gekommen sind, weil Sie bei der Heuss-Stiftung nach diesen Veranstaltungen so gern ein Glas Sekt trinken, dann muss ich Sie dieses Jahr enttäuschen, wir können und dürfen nicht. Das heißt, Sie müssen gleich einen geordneten Rückzug, hoffentlich durch alle Türen und mit gebührendem Abstand antreten. Aber bitte, bitte setzen Sie das Gespräch fort, tun Sie die ersten Schritte, genauso wie wir es hier gehört haben. Ich habe aber natürlich auch zum Ausgleich noch gute Nachrichten für Sie. Die erste gute Nachricht ist, dass Sie jetzt alle mit mir unseren beiden Hauptorganisatorinnen danken dürfen, nämlich unsere Geschäftsführerin Birgitta Reinhardt und Anna Welling aus unserer Stiftungsgeschäftsführung, die das in diesem Jahr unfassbar gut gemacht haben. Applaus